Ja, schönen guten Tag, Herr Goldberg. Wir haben eine spannende Woche vor uns. Führende Notenbanker treffen sich in Jackson Hole, um sich zum Thema Förderung einer dynamischen Weltwirtschaft auszutauschen. Am Freitag wird der IFO-Geschäftsklimaindex für August veröffentlicht. Kann es sein, dass unsere Anleger noch etwas verhalten sind und auf weitere konjunkturelle und geldpolitische Signale warten? Nun, vor allen Dingen, was Jackson Hole angeht, kann man natürlich sagen, dass das Hauptthema nicht so interessiert. Es interessiert vielmehr, ob etwas zu geldpolitischen Änderungen herauskommt. Der EZB-Präsident Mario Draghi wird ja am Freitag sprechen, genauso wie die Fed-Präsidentin Janet Yellen. Auch sie wird am Freitag sprechen. Aber ich fürchte, es wird nicht so viel Neues geben. Vielleicht gibt es ja noch eine Überraschung. Aber man hat ja aus EZB-Kreisen zumindest gehört, dass nichts Bewegendes zu erwarten sei, zumindest von der Europäischen Zentralbank. Und das scheint auch unsere Investoren zu beschäftigen. Wenn wir uns die Grafik mal angucken der institutionellen Investoren, dann sehen wir hier zunächst einmal einen Rückgang des Optimismus, und zwar von 11 auf 7 Punkte. Das ist nicht allzu viel, aber es zeigt doch etwas Seltsames. Wir haben ja seit der vergangenen Erhebung kaum Möglichkeiten zu Gewinnmitnahmen gehabt für diejenigen, die hier für den Rückgang des Index zuständig sind, nämlich für diejenigen, die verkauft haben. Die müssen das in dem fallenden Markt vermutlich getan haben, denn der DAX, er hatte ja immerhin zwischendurch mal so knapp 2% an Wert verloren. Er hat das natürlich alles wieder wettgemacht, aber es war vielleicht für den einen oder anderen doch zu viel gewesen. Deswegen sehen wir also hier einen Abgang vom Bärenlager in das Lager der Neutralen. Das finden wir eigentlich nicht so häufig bei den institutionellen Anlegern, aber bei den Privaten hat sich was ganz anderes ergeben. Und da gucken wir uns hier mal die Grafik an. Dort hat nämlich der Optimismus zugenommen, und zwar von 0 auf plus 9. Das heißt also, hier ist genau die entgegengesetzte Entwicklung festzustellen. Hier haben Bären Gewinne mitgenommen, also Pessimisten haben zurückgekauft, aber sie haben nicht nur zurückgekauft, sondern sie sind auch gleich auf die bullische Seite gegangen, und das hat den Index eben nach oben getrieben. Unter dem Strich sind beide Lager wieder zusammengekommen. Das ist ja eigentlich auch das Normale, dass die institutionellen und die privaten Anleger ähnlich denken. Wir haben einen leichten Optimismus, absolut betrachtet, relativ betrachtet, im 6-Monats-Vergleich ist es sogar ein bisschen mehr. Aber das bedroht allesamt den DAX nicht. In der vergangenen Woche hatten wir ja schon gesagt, dass die Positionierung ohnehin nicht allzu hoch sind. Das, was wir jetzt gesehen haben, unterm Strich dürfte eher eine Abnahme des Optimismus sein. Und deswegen sehe ich eigentlich für den DAX dann eher eine Stütze als eine Gefährdung. Aber für einen großen Trend, ich vermute 12.400 ist das Maß der Dinge im DAX, für einen großen Trend bedarf es nach wie vor langfristigen Kapitals. Und das sehe ich hier im Moment zumindest noch nicht in die Eurozone frisch reinfließen. Ja, vielen Dank für diese Analyse und eine erfolgreiche Woche. Dankeschön. Genau.